Freunde, wir haben heute mal wieder eine kleine Osterdeko gegossen. Wir brauchen ja ein paar Geschenke für Pflegepersonal und was weiß ich, kennt ihr ja immer alles. Die kriegen dann immer ein bisschen was geschenkt und dafür gießen wir dann die ganzen Sachen. Also ich denke mal, das ist wieder richtig schöne kleine Sache, die man immer mal so mitgeben kann. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran, viel Spaß. Wir wollen uns heute mal ein bisschen Osterdeko gießen und dafür brauchen wir erstmal, um irgendwas Schönes hinstellen zu können, brauchen wir erstmal ein Tablett oder sowas, wo wir das drauf machen. Da habe ich jetzt erstmal die zwei verschiedenen Sorten, die ich nutzen kann. Und die gieße ich mir dann erstmal und dann kann man ausprobieren, wo sieht das jetzt immer besser aus, wo passt das besser drauf. Als Gießmasse habe ich Xyra Rock von der Troll Factory. Das wird 4 Teile Pulver zu 1 Teil Wasser nach Gewicht gemischt. Ich mache das hier frei Schnauze. Weil du die Erfahrung schon hast. Weil ich das jetzt weiß, wie das sein muss ungefähr. Ich mache das jetzt schon seit Jahren mit diesem Zeugs hier, mit dieser Gießmasse. Und dann weiß man, wie das sein muss oder kann, dass das funktioniert. Jetzt muss ich das erstmal einrühren und nach Möglichkeit klutenfrei oder klumpenfrei. So, und wenn man es einigermaßen klumpenfrei angerührt hat, kann man das in die Form gießen. So, wenn das fest geworden ist, können wir unser Tablett erstmal aus der Form rausholen und dann haben wir schon mal unser Tablett fertig. Jetzt hat man hier unten immer noch so ein bisschen Grat. Das kann man jetzt, solange wie das noch nicht richtig ausgehärtet ist, alles schön mit dem Messer ein bisschen entgraten. Also was hier so ein bisschen hoch steht, das merkt man, wenn man da mit dem Finger lang geht. Einfach ein bisschen abkratzen und dann ist das gut. Und hier haben wir jetzt noch eine zweite Eierform, die haben wir im letzten Jahr schon mal gezeigt und gegossen. Aber ich habe mir gedacht, kann man jetzt hier auch noch mal mit verwenden. Das wird ja nicht schlecht, wenn es jetzt schon ein Jahr alt ist. Sieht auch cool aus als Ei. Da kann man jetzt zum Beispiel einfach Kerzenwachs drin gießen und als Kerze nutzen. Oder eben ja, noch ein bisschen Gießmasse hier reinmachen, dass das höher kommt, das Ganze, und dann das Teelicht hier einfach so reinstellen. Hier haben wir dann das Oberteil von dem Ei, das kann man so, das gehört zusammen. Als Schale nutzen. Ist cool, oder man stellt das nebeneinander hin. Ich würde das als Schale nutzen. Das halten jetzt hier nicht so rum. Wenn wir die Form erstmal alle wieder richtig hinpummeln. Bei dem Ei hier kann man sich ja jetzt entscheiden, möchte man das einfach nur so als Eischale hinmachen. Man kann da eine Kerze reinmachen, ein bisschen Moos rein. Und ich habe mir gedacht, ich gieße mir jetzt dazu einfach noch so einen kleinen Kerzenhalter. Also ich hab, da die Kerze reinpasst. Das kann natürlich rausgehen. Hitte. Ja, so, dann habe ich hier den Kerzenhalter und den muss ich mir jetzt hier unten reingießen. Also mache ich mir da jetzt nochmal ein bisschen Keramik angießen. Warum muss das reingegossen werden? Damit das wirklich steht. Ich habe immer, so. Hab immer Angst, dass das nicht richtig steht. Das steht. Und jetzt machst du ja auch noch ein bisschen Moos mit rein. Ja, dann kann ich es auch gleich mit Moos machen. Also nur mit Moos machen, dann steht das ja auch. Aber ich wollte das eigentlich da reingießen, ja, dass das fest ist. Da gießt man sich einfach bloß noch mal ein bisschen Keramik rein, also so eine Gießmasse. So, ich habe mir dann jetzt hier einfach ein bisschen Gießmasse angerührt. Dann wird das hier unten reingegossen. Dann kommt mein, hier ist ja jetzt kein Boden drin, brauche ich auch nicht, weil ich hier noch Gießmasse reinmache. Und dann gießt man sich den hier unten fest. Jetzt kann ich das schlecht zeigen. Dann kannst du den Herz wieder treffen. Ja. Jetzt muss man das wieder fest werden lassen. Schaut mal, wenn das jetzt fest ist, hier, dann ist das da richtig eingegossen und dann kann man da eine Kerze reinstellen und die steht dann auch da sicher. Also ich muss jetzt hier noch ein bisschen Wand oder irgendwas drum machen, weil das noch ein bisschen groß ist für die Kerze. Aber auch mit ein bisschen Papier oder sowas müsste das gehen, dass die dann richtig steht. Oder man macht ein bisschen Wachs unten drin und dann steht sie auch richtig fest. Aber so ist mir das sicherer in so einem richtigen Halter dafür. Jetzt machen wir da einfach noch ein bisschen Moos drin, dass das ein bisschen schön aussieht. So, ich habe dann jetzt hier noch so eine Feder reingesteckt. Die hatte ich auch noch von irgendeinem Set mal über. Und jetzt muss man sich bloß überlegen, was man daneben noch hinmacht. Da könnte man jetzt theoretisch auch so ein schönes großes Ei hinstellen. Die hatten wir ja auch vor ein paar Tagen gegossen. Und da habe ich ja 2 verschiedene Sorten. Muss man sich bloß entscheiden, welches. Beide gut. Sehen beide schön aus, ja. Und dann, ich denke mal, das hier. Und dann hat man auch wieder eine richtig tolle Deko. Also
finde das richtig schön mit diesen halben Eiern. Das sieht cool aus. Und dann so ein schönes Osterei dahin zu machen. Oder eben, wenn man noch mag, ein Wichtel. Ich weiß nicht, ob der noch passt irgendwie. Ja, da auch nicht. Da ist mir so ein kleines Schaf. Passt. Oder ein kleines Schaf. So eine kleine Schafe haben wir ja auch noch. Passt auch. Das ja. Sieht auch cool aus. Ja. So, dann haben wir eine richtig schöne kleine Osterdeko wieder. Also diese kleinen Teile, die gieße ich immer mit. Wenn ich irgendwas mache, gieße ich immer so was mit aus den Resten. Auch diese Schäfchen habe ich ganz viele gegossen, weil immer mal so ein Rest überbleibt. Die kann man immer mal irgendwo mit hinstellen. Also wieder wunderschön. Probiert's aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Was ich noch vergessen hatte bei diesem Ei, das habe ich jetzt einfach bloß mit einem Filzstift oder Marker einfach so angemalt, die Stellen, die jetzt hier so erhaben sind. Und auch bei dem Ei habe ich einfach nur so mit so einem Filzstift so ein bisschen lang. Das reicht doch. Ja, reicht völlig aus.